Oh Weihnachtsfrosch, oh Weihnachtsfrosch, wie grün sind deine Arme. Er quakt nicht nur zur Winterzeit, nein, auch im Sommer, wenn es, du musst stillhalten bitte, wenn es schneit. Oh Weihnachtsfrosch, oh Weihnachtsfrosch, wie grün sind deine Arme. Günther, das funktioniert. Günther wollte in diesem Jahr unbedingt unser Weihnachtstannenbaum sein. Und naja, jetzt probieren wir das Ganze aus. Günther, du musst bitte stillhalten. Na gut, so, kurz korrigiert. Bitte nicht bewegen. Und unter den Froschbaum kommen natürlich auch Geschenke. Und zwar ein Geschenk für die Tigerente. Ein Geschenk, ganz, ganz wichtig, für unsere Laura. Ja, du kriegst natürlich auch ein Geschenk, Günther. So, und hier ist das Geschenk für Günther. Frohe Weihnachten. Nein, bitte, du musst doch nicht. Jetzt fangen wir wieder von. Jetzt fangen wir wieder. Ja. Günther, das ist ein Fahrrad. Frohe Weihnachten. Das ist ein Fahrrad, weil ich dachte, du kannst dann einfach, du kannst mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Super. Ja, ich krieg auch ein Geschenk. Echt? So. Na super. Also gut, das Fahrrad kann ich direkt wieder in die Reparatur bringen. Erstmal das ganze Chaos beseitigen. Aber wir haben uns natürlich schon gedacht, dass das mit Günther als Weihnachtsfroschbaum schwierig wird. Aber wir sind vorbereitet. Laura und ich haben einen Tiger-Enten-Club-Weihnachtsbaum besorgt. So. Fertig geschmückt, optimal, da kann gar nichts passieren. Bitte, Günther, der Weihnachtsbaum, bitte. Bitte, der, auch oh, bitte, du musst. Wir haben den mit so viel Liebe, haben wir den geschmückt. Kriege ich da auch ein Geschenk? Ich kriege normalerweise nie Geschenke. Also, ja, danke schön. Oh, in dem großen Geschenk, da ist ja noch ein kleineres Geschenk. Und in diesem Geschenk, sehr witzig, Günther, ist noch ein Geschenk. Und in diesem Geschenk, ist da jetzt mein Geschenk drin? Darf ich es aufmachen? So. Ach, wie süß. Ich krieg von Günther eine kleine Tigerente für die Badewanne. Ach, kann die Geräusche machen? Ehrlich? Okay, warte mal. Und... Oh! Ah! Günther! Na, vielen Dank! So, jetzt stehen wir da ohne Froschbaum, ohne Weihnachtsbaum und wünschen euch Tigerentenstarke, frohe Weihnachten von Laura, Günther und mir. Frohe Weihnachten. Uns fehlt der Baum.